Vor fast 1000 Jahren, im tiefen Mittelalter, hat ein Priester mit seinen 8 Gefährten in den Bergen von Südfrankreich einen religiösen Orden gegründet, nach dem Vorbild der heiligen Eremiten, die sich einst in die Wüsten des Nahen Ostens zurückgezogen hatten. Das klösterliche Leben basierte auf völliger Einsamkeit, Zurückgezogenheit und auf der permanenten Verbindung zu Gott im Gebet. Kein äußerer, weltlicher Kontakt sollte die Mönche in ihrer Innigkeit stören. Deswegen verpflichteten sie sich zu ewigem Schweigen, ausgenommen die Zeiten des gemeinsamen Gebets, und zu einem Leben in einer Zelle, einem kargen Häuschen innerhalb der Klostermauern. Heute, am Ende des 20. Jahrhunderts, besteht dieser Kartäuserorden fort und hat seine strengen Regeln seit dem Mittelalter unverändert erhalten. Seine Klöster sind über die ganze Welt verstreut und versteckt in den entlegensten Tälern halten sie ihr geheimnisvolles, mystisches Leben aufrecht. Immer wieder versuchen enthusiastische Menschen, den radikalen Weg der Kartäuser zu gehen. Aber nur wenige finden sich in der Einsamkeit der kargen Zelle zurecht, dieser gefährlichen Wüste, in der die Seele einen erbitterten Kampf ums Überleben führt. Ich bin ein Kartäuser. Der Orden ist zu meiner Heimat geworden. Die letzten 25 Jahre habe ich schweigsam und betend in der mir zugeteilten Zelle verbracht. Und mein Leben hätte so weitergehen können. Aber dann kam alles anders. Alle unsere Probleme beginnen damit, dass wir nicht zu Hause bleiben, sagte der französische Philosoph Blaise Pascal. Und er hatte nicht ganz Unrecht. Anna, wie oft soll ich es Ihnen erklären? Wenn Sie nicht aufrichtig bereuen, kann ich Ihnen keine Absolution geben. Aber wenn ich ihn liebe, das kann doch keine Sünde sein. Er ist nicht Ihr Ehemann. Schluss jetzt. Sie sind verheiratet. Muss ich Ihnen das denn jede Woche wiederholen? Draußen warten Leute. Sie sind also nicht nur in Sünde, Sie stehlen den anderen ihre wertvolle Zeit. Außer mir kommt sowieso keiner zu Ihnen. Ich kann es nur Ihnen anvertrauen. Mein Mann kann ich es doch nicht sagen. Ich bin kein Psychiater. Sie sollten aber einer sein. Da würden Sie mehr Geld verdienen und müssten sich nicht dauernd mit dem Bischof herumschlagen. Schluss, die Zeit ist um. Und was ist mit meiner Absolution? Kommen Sie nächste Woche wieder. Genau das wollte ich von Ihnen hören. Danke, Vater. Jetzt sind Sie mich für eine ganze Woche los. Und unser Herr kann mich so nicht sterben lassen. Und warum? Ohne Absolution gibt's keine Rettung. Wer weiß, wo ich sonst hinkomme mit meinen Sünden. Verschwinden Sie, bevor ich Sie hinausschmeiße. Danke, Vater. Sie sind mir immer eine große Stütze gewesen. Ja, in einer halben Stunde bin ich bei Ihnen. Und richten Sie seine Exzellenz aus, ich kann mich nicht mehr als beeilen. Augenblick bitte. Raus, verschwinden Sie. Schon. Aber Sie müssen versprechen, mir nächste Woche zu erzählen, wie es beim Bischof war. Versprochen? Ja, raus. Verstanden. Ich verschwinde. Ja, in einer halben Stunde bin ich bei Ihnen. Und richten Sie bitte seine Exzellenz aus. Mehr als beeilen könne ich mich nicht. Raus jetzt, gehen Sie. Ach ja. Nein, das geht nicht. Fangen Sie nicht wieder damit an. Wenn der Erzbischof denkt, ich sei der richtige Mann für dieses Amt, dann soll er mich nominieren, aber ich selbst unternehme nichts. Also, Sie wissen, wie sehr ich
wie glücklich ich in dieser Gemeinde bin. Aber wenn man mir diese Arbeit nicht zutraut, werde ich wieder unterrichten. Gut, in einer halben Stunde. Dann kann er es mir selbst sagen. Ich möchte beichten. Ich kann nicht helfen. Meine Zeit ist um. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe gesündigt. Tut mir leid, kommen Sie morgen wieder. Sie haben kein Recht, einen Sünder abzuweisen, der beichten will. Ich weiß das. Ich bin selbst Priester. Also gut. Sie ziehen einen professionellen Vorteil aus Ihrer Situation, das wissen Sie. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich bin Kartäusermönch. Was? Ich bin Kartäuser und Priester. Ich komme aus einem Kloster in der Schweiz. Einer, der sein Leben lang in der Zelle hockt und das Schweigegelübde abgelegt hat? Ja. Und dafür reden Sie aber viel. Ich habe die Erlaubnis, mein Schweigen zu brechen. Was tun Sie in New York? Das ist eine lange Geschichte. Haben Sie es nicht eilig? Ja, ich hab's eilig. Bitte fangen Sie endlich an. Im letzten Jahrhundert... Oh, müssen Sie wirklich so weit zurück? Hören Sie. Die Beichte ist eine freiwillige Selbstbezichtigung der eigenen Sünden. Da müssen Sie es mir schon selbst überlassen, was ich Ihnen sage und wie ich es Ihnen sage. Lassen Sie uns jetzt keinen gelehrten Streit über das Sakrament der Sühne beginnen, klar? Also los, fangen Sie an. Was mich heute hierher geführt hat, in diesen Beichtstuhl, basiert auf den historischen Ereignissen in Europa. Nach den verschiedenen Revolutionen vor etwa 100 Jahren wurden die Mönche von den Regierungen aus ihren Klöstern vertrieben. Die Klöster wurden aufgelöst und an reiche Familien verkauft. Den meisten Orden gelang es später, ihre Besitztümer zurückzukaufen. Und so kehrten die Mönche wieder in ihre alten Quartiere zurück. Aber mit meinem Kloster ist die Geschichte etwas schwieriger. Eine Schweizer Familie aus Lausanne hatte es gekauft und die wollten es nicht zurückverkaufen. Und so blieb es für viele Jahre geschlossen. Dann gelang es einem Mönch, mit den Besitzern einen Pachtvertrag abzuschließen über 100 Jahre. Das war vor 99 Jahren. Dann läuft der Vertrag in einem Jahr aus, richtig? Richtig. Aber die Familie ist ausgestorben. Die einzige Überlebende ist eine ältere Dame, eine Vulkanologin, und lebt in Ostjava, Indonesien. Das ist nicht gerade nebenan. Schon gut, wenn Sie sich übergeben müssen. Bitte nicht über mich, ja? Alles, was wir von ihr hatten, war eine Art Adresse. Und dann hat man Sie dazu ausersehen, die Dame zu finden. Meine Brüder haben mich auserwählt. Und so legte ich die Mönchskutte ab. Unser Dorfarzt gab mir diesen Leinenanzug und den Tropenhelm. Er war viele Jahre lang in Afrika für das Rote Kreuz. Mein Prior gab mir ein Flugticket. Geld, eine Kreditkarte und schickte mich auf meinen Weg. Entschuldigen Sie. Tut mir leid. Entschuldigung, können Sie mich verstehen? Ah, Sie sprechen ja doch. Schön. Ich weiß, was mit Ihnen los ist.
Sie haben Angst. Aber beruhigen Sie sich, die 747er stürzen nicht oft ab. Und irgendwann müssen wir alle sterben, nicht? Fliegen Sie bis Jakarta? Ich fliege bis Delhi. Sie sollten sich nicht so aufregen. Wenn Sie so weitermachen, glauben Sie mir, dann sind Sie in Jakarta ein toter Mann. Das sind noch mal 8 Stunden. Geht's Ihnen immer so, wenn Sie fliegen? Sprechen Sie immer so wenig? Ist das vielleicht Ihr erster Flug? Fliegen ist nicht so ganz Ihre Sache, was? Jetzt weiß ich, was mit Ihnen los ist. Ich kenne das Wort. Ich hab's vergessen. Wie heißt's denn? Wenn man was nicht aushalten kann. Klaustrophobie. Klaustrophobie. So eine blöde Ausrede ist mir in meiner ganzen Karriere noch nie untergekommen. Aber irgendwann ist es immer das erste Mal, Sir. Wofür halten Sie mich für einen Dummkopf? Sie haben einen Direktflug nach Jakarta gebucht. Das ist 2000 Meilen von hier entfernt. Und jetzt steigen Sie in Indien aus. Klaustrophobie. Sie brauchen hier ein Visum. Erwarten Sie von mir, dass ich Ihnen eins aus dem Ärmel schüttle oder sich nur mit dem Finger schnippen muss? Für wen halten Sie sich? Sie verstoßen gegen die Vorschriften, wenn Sie ohne Visum einreisen. Haben Sie verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Warum antworten Sie dann nicht? Ich habe von dem Steward gehört, dass Sie während des Fluges fast immer auf der Toilette gewesen sind. Auch während der Landung. Ich empfehle Ihnen jetzt endlich zu reden. Oder ich lasse Sie verhaften. Als illegaler Immigrant. Ich musste reden. Es hat mich große Überwindung gekostet, meinen Mund zu öffnen. Aber dann war es gar nicht so schwierig, wie ich dachte. Obwohl ich so viele Jahre nicht mehr gesprochen hatte. Ich wollte mit meinem Auftrag nicht scheitern. Nicht jetzt, schon zu Beginn. Ich musste also eine Möglichkeit finden, meine Reise fortzusetzen, ohne nochmals in ein Flugzeug zu steigen. So, dann haben Sie also seit 25 Jahren nicht mehr gesprochen. Nur wenn nötig. Es gibt viele heilige Männer hier in Indien. Sind Sie ein heiliger Mann? Nein. Und im Flugzeug überkam Sie die Klaustrophobie. Obwohl Sie so lange in einer kleinen Zelle lebten? Wahrscheinlich wegen der vielen Menschen. Das Visa kostet Sie 50 US-Dollar. Kein Geld dabei? Verzeihung. Oh. Hey. Ich dachte, Sie wollten nach Jakarta. Nein. Ich konnte nicht mehr. Ja, ich habe mich schon gewundert, wo Sie waren. Während der Landung. Haben Sie nicht meine Brieftasche gefunden? Ihre was? Nichts. Und was machen Sie jetzt? Ich weiß nicht. Es war nett, Sie
kennenzulernen. Vielleicht begegnen wir uns wieder. Ja, vielleicht. Machen Sie es gut. Hier in Indien. Ach, Sie auch. Wiedersehen. Danke sehr. Noch eine Sekunde bitte, okay? Ich nehme mir ein Taxi in die Stadt. Wollen Sie mitfahren? Aber ich habe kein Geld. Was? Kein Geld! Keine Sorge, geht auf meine Rechnung. Wie alle hier auf der falschen Seite fahren, finden Sie nicht? Taxifahrer hat ihm den Weg zum Hotel erklärt. Wahrscheinlich einer von diesen großen alten Kolonialbunkern. Woher kommen Sie eigentlich? Aus der Schweiz. Auf Geschäftsreise? Ich bin eine Touristin aus New York. Wenn Ihnen meine Fragerei auf den Wecker geht, sagen Sie es mir. Ich weiß, dass ich manchmal zu viel quatsche. Oh, nein, nein. Er kann einem echt leid tun. Schon eine harte Arbeit, den ganzen Tag Leute rumzukutschieren. Gott sei Dank sind wir zwei Dünne, hm? Sie haben Ihr ganzes Geld verloren? Ja. Und was haben Sie jetzt vor? Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? Ja. Wie wär's, wenn Sie heute Nacht bei mir schlafen, im Hotel? Ich weiß nicht, ob das... Doch, doch, ist kein Problem, wirklich. Das kann ich nicht annehmen. Ach, kommen Sie, wieso nicht? Wo wollen Sie denn sonst hin? Wissen Sie, die Hotelzimmer haben immer sehr große Betten. Ob ich jetzt da drin allein schlafe oder nicht, ist doch vollkommen egal. Ich bin sehr dünn und wenn Sie wollen, mache ich mich auch noch kleiner. Sie sind sehr müde. Ich kann das nicht. Ich werde Sie nicht fressen und ich werde Sie nicht anrühren. Ich schlafe unter der Bettdecke und Sie können auf der Bettdecke schlafen. Okay, gut. Dann nehmen wir heute zwei Zimmer und morgen sehen wir dann weiter. Einverstanden? Okay? Schlechte Nachrichten. Die haben nur noch ein Zimmer frei. Was? Ja, aber mit vier Betten. Yeah.
Sorry. Ich will nicht stören. Ich bin gerade fertig. Kalte Füße? Was? Entschuldigen Sie, das geht mich auch nichts an. Wie viel Uhr ist das? 5 Uhr. Morgens. Okay. Ich habe den ganzen Tag und die ganze Nacht kein Auge zugetan. Haben Sie sich geschämt, dass sie beim Beten gesehen hat? Wenn ich jetzt so zurückdenke, ja, ein bisschen schon. Aber für sie war es so, wie wenn ich mir die Zähne geputzt hätte. Sie hat kein Wort darüber verloren. Sie hat sich über meine Situation sogar amüsiert. So ganz allein in Indien. Die Weiterreise sei kein Problem, meinte sie. Man müsse nur ein Schiff nach Indonesien finden. Sie hätte sich auch schon überlegt, selbst nach Indonesien zu fahren. Wollen Sie damit sagen, dass Sie mit dem Mädchen weitergereist sind? Sie machte mir ein gutes Angebot. Sie würde mich erst quer durch Indien bringen, über Land, und dann mit dem Schiff nach Java, zur Besitzerin unseres Klosters. Und ich könne ihr dann die Kosten später wieder zurückzahlen. Warum zum Teufel haben Sie denn keine Kirche aufgesucht? Fast jeder Priester hätte Ihnen weitergeholfen. Ich hatte alle Hilfe, die ich brauchte. Warum sollte ich anderswo suchen? Sie hatten eine wichtige Aufgabe zu erfüllen und haben jemandem vertraut, den Sie überhaupt nicht kannten. Die Welt ist voller Gefahren. Ich habe ihr vertraut, so wie ich jedem Menschen vertraue. Solange, bis einer ihr Vertrauen missbraucht. Wir alle sind nur Menschen. Und Menschen haben diese Tendenz. Ich bewundere Ihre Naivität. Die kommt von den 25 Jahren in der Zelle. Die Welt ist ein komplexer, obskurer und schwieriger Platz. Mag sein. Für mich ist alles außerhalb meiner Zelle unklar. Und es ist schwierig, einen Pfad durch diesen Dschungel von Unklarheiten zu finden. Mit ihr fühlte ich mich sicher. Und es gab nur einen Weg. Direkt zum nächsten Hafen. Und das war Bombay. Aber Bombay war 900 Meilen weit entfernt. War billig, aber ein bisschen überfüllt. Ich bin schon froh, dass wir hier drinnen sitzen. Aus wie im Bus. Hey, hey Mann. Woher kommen Sie? Er ist aus der Schweiz und ich komme aus New York. Sie sind auch aus der Schweiz? Nein, nein, ich komme aus New York. Er ist aus der Schweiz. Hey, ein guter Stoff. Danke. Haben Sie auch etwas für mich? So eine Jeans oder ein T-Shirt? Nein, 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 ich habe nichts. Ich habe gar nichts für Sie. Oh, dann wollen Sie vielleicht etwas kaufen? Bei mir? Nein, nein, wir wollen nichts. Wir suchen ein Hotel. Hotel? Sie suchen ein Hotel? Gutes ja. Hotel? Ein gutes Hotel. Maharaja Hotel. Gutes Hotel. Sehr gutes Hotel. Sicher? Wirklich sehr gutes Hotel. Kommen Sie, bitte, bitte.
Wo, was ist? Na, ausgeschlafen? Wie spät ist es? 10 Uhr früh. Du hast fast 20 Stunden geschlafen. 20 Stunden? Schätze, das hast du gebraucht. Ach, das kannst du doch später tun. Draußen wartet ein schönes Frühstück auf uns beide. Aber ich muss doch. Wieso? Wen stört's? Du hast doch die Regeln sowieso schon gebrochen. So lang durftest du in deiner Zelle noch nie schlafen, nicht mal am Sonntag. Aber es tut dir gut. Du siehst 20 Jahre jünger aus. Ihr dürft nur so wenige Stunden an einem Stück schlafen? 4. Von 2.30 Uhr bis 6.30 Uhr morgens und von 6.30 Uhr bis 10 Uhr abends. Für einen Kartäuser beginnt das Leben mitten in der Nacht, wenn die anderen Menschen längst schlafen, und ist zu Ende, wenn die anderen abends von der Arbeit nach Hause kommen und ihr Leben beginnt. Und du glaubst echt an diesen Quatsch? Wir haben 14 verschiedene Rituale. Gebete, Messen. Und du denkst, ohne das kommst du nicht aus? Ja. Woher weißt du, dass du das Richtige tust? Das weiß ich nicht. Nein. Ich weiß nicht, ob das alles richtig ist. Ich tu's halt. Warum? Ich glaube daran, deshalb. Zweifelst du niemals? Oh, ich bin ständig am Zweifeln, immer wieder. Wenn ich wüsste, dass unser Herr dort oben ist, dann müsste ich es nicht glauben. Dann wüsste ich's. Ja, aber das ist ja gerade das Unglaubliche. Du sperrst dich selbst in eine Zelle ein, dein ganzes Leben lang und weißt nicht einmal, ob Gott existiert? Was ist, wenn das alles falsch ist? Was ist dann? Wenn nach dem Tod nichts ist, nur ein großes schwarzes Loch? Die Existenz von Gott kann man nicht beweisen. Deswegen ist der Zweifel eine ganz normale Sache. Damit muss man leben. Versteh doch. Im Glauben führt absolute Sicherheit nur zu Fanatismus. Ja, aber bist du nicht auch ein bisschen fanatisch? Denkst du das? Ja, vielleicht wirkt es so. Du betest 14 Mal am Tag. Ja, 7, 8 Stunden. Das genau ist es. Deswegen bedeuten 20 Stunden Schlaf viel zu viel verlorene Zeit. Ja, aber du hast doch einen so großen Vorsprung, da fällt ein Tag mehr oder weniger überhaupt nicht ins Gewicht. Deswegen ist er dir nicht böse. Heute kannst du sowieso nicht mehr beten. Wieso? Der Hotelbesitzer hier hat uns beide eingeladen zur Hochzeit seines Neffen. Wir haben da hinten im Garten ein riesengroßes Zelt hingestellt. Wollten wir nicht weiterreisen? Ja, nur nicht so eilig. Ich bring dich schon noch zu deinem Vulkan. Aber wir haben nie darüber gesprochen, wie lange die Reise dauern soll. Trägst du immer noch dein komisches Unterhemd und diese Socken? Ich meine ja nur wegen dem heißen Klima hier. Es könnte dir vielleicht unangenehm werden. Tut gut, so ein Bad, hm? Das Klima hier macht meine Haut so trocken. Das ist nicht recht. Was hast du gesagt? Das ist nicht fair. Geh raus. Was? Ah, das habe ich nicht mal gemerkt. Bitte. Wovor hast du denn Angst?
Ist doch ganz natürlich. Du hast ja nicht die leiseste Ahnung, was diese Dinge für mich bedeuten. Wie wichtig die sind für meinen Glauben, meinen Orden. Wie kannst du sie einfach wegwerfen? Ich glaube an diesen Quatsch, wie du das nennst. Du brauchst gar nicht so zu schreien. Ich bin nicht schwerhörig. Wie kommst du dazu, diese Dinge wegzuschmeißen? Wenn ich dich gefragt hätte, hättest du sie schon längst wieder an. Diese Dinge sind nicht gut für Indien. Schon gar nicht, wenn sie dreckig sind und stinken. Sieh dir wieder neue an, wenn du zurück bist in deiner Zelle. Aber bitte nicht mit mir. Sei doch vernünftig. Vernünftig? Mein ganzes Leben ist nicht vernünftig. Ja, das sieht man. Es ist mir schon aufgefallen, dass du gewisse Dinge nicht verstehen kannst. Das war nicht angebracht. Du hast recht. Es war auch kein Vorwurf. Ich kann von dir nicht erwarten, dass du das verstehst, diese dicken Socken und das kratzige Unterhemd. Ich glaube daran. Das kann ich von dir nicht verlangen. Entschuldigen Sie. Ja. Nein, es ist etwas dazwischen gekommen. Ich habe es nicht vergessen. Bitte sagen Sie seiner Exzellenz, sie solle mich entschuldigen, es täte mir leid. Ja, ich warte. Ja, Euer Exzellenz, ja. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie an mich denken, aber ich... Euer Exzellenz, ich...